Eintretensdebatte, Bergbahnengesetz, zweite Lesung ist durch. Wenn alles gut läuft, ist das Gesetz am Donnerstag endlich im Trocken. Und muss man sagen, das ist jetzt ewig gegangen, oder wird jetzt noch ziemlich so ewig gehen, oder? Ja, gut, Wilding will Weile haben, sagt man, und das trifft hier wirklich dazu. Wir haben jetzt lange gewartet, aber ich bin überzeugt, dass wir am Donnerstag das Gesetz endlich verabschieden können mit einem guten Kompromiss, der den Bergbahnen und damit dem Tourismus euch effektiv hilft. Die AFO-Perdue-Beiträge in der Erstlesung waren schon drin, die Kommission ist daraus getan. Da kann er sicher nicht ganz zufrieden sein, oder? Wenn er das auch noch hätte reingebrungen, wäre es der sehr grosse Wurf gewesen, oder? Also ich glaube, wir haben es geschafft, dass man für regionale und kantonale Projekte AFO-Perdue-Beiträge reinlässt. Viel wichtiger ist aber eigentlich, dass wir zukünftig viel mehr Bergbahnen und Möglichkeiten geben mit der Veränderung, die in der zweiten Kommission gemacht hat. In dem Sinn hat sich das Gesetz nicht wesentlich verändert. Man hat einfach statt für ein paar wenige AFO-Perdue-Beiträge jetzt für viel mehr Darlehen und Gelder gewähren. Ich glaube, das ist auch ein Fortschritt. Wichtig ist, dass wir das Gesetz mal auf dem Tisch haben und dass wir nachher können anfangen arbeiten damit. Und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren einen positiven Effekt für den Tourismus im Kanton Wallis können geben. Kritikpunkt ist ja die Dividendenauszahlung. Wie steht ihr da dazu? Wie habt ihr das jetzt erlebt, euch im Parlament? Ich glaube, man muss das aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Der Entscheid ist, dass wir Dividenden auszahlen, zwar auch Geld bekommen, aber im gleichen Maß eben die Dividenden auch an den Kanton Wallis müssen auszahlen. Ich glaube, das ist doch eine gute Lesung. Das heisst, auch sehr wirtschaftliche Unternehmen können von Förderung profitieren und der profitiert der Staat indirekt auch mit. Also ich kann hinter der Lesung absolut stehen. Und wenn das von Peter gesagt hat, das sollte man nicht auf 10 Jahre begrenzen, sondern bis zur Abzählung vom Geld kann ich das durchaus unterstützen, weil schlussendlich geht es darum, dass der Staat, der hilft, euch profitieren kann. Und das wäre doch eine gute Lesung für alle. Die Bürgerlichen haben gewisse Bedenken teilweise gehabt, aber unterstützen das Gesetz. Die Linken sind teilweise massiv dagegen. Was sagen Sie denen, die heute ja, das ziemlich kritisiert haben? Sie sind unbrauchbar, ist zum Beispiel euch gefallen aus dem linken Ratssack. Was sagen Sie da dazu? Ja, ich glaube, ich habe offensichtlich nicht begriffen, was es beim Bergbahnengesetz geht. Da wollen wir touristische Infrastruktur fördern, wir wollen Arbeitsplätze erhalten. Das sind 1500 Jahresarbeitsplätze, 5000 Saisonarbeitsplätze. Arbeitsplatz nicht nur von hochqualifizierten Mitarbeitern. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Branche in der Gesellschaft des Kanton Wallis und für die Wirtschaft des Kanton Wallis. Wer sagt, dass sie unbrauchbar, dass sie unnötig, der verkennt, wie wichtig dass der Tourismus für den Kanton Wallis ist. Aber das überrascht ja nicht. Du musst gegen die Olympiade, musst gegen die Bergbahnen, musst eigentlich gegen alles, was man damit sich helfen sollte, dass es im Kanton besser geht. Du musst nur da dafür, wo der Staat soll helfen soll, ohne dass er eine Gegenleistung bekommt. Und das finden wir falsch. Jetzt mit dem Gesetz, die Bergbahnen müssen aber gleich noch selber arbeiten und die Lage bleibt sicher nicht einfach für Ski, oder? Es ist völlig klar, die Bergbahnen werden damit nicht entlastet. Im Gegenteil, mit dem Masterplan, mit der Herausforderung, die sie zukommt, verlangt man von ihnen weiterhin sehr seriöse und gute Arbeit, was sie machen müssen, damit sie überhaupt Geld bekommen. Es ist einfach eine Hilfe, schwierige Situationen zu überbrücken, können Projekte zu realisieren und dringend notwendige Investitionen zu machen, aber arbeiten, das müssen die Bergbahnen weiterhin selber. Hoffentlich erfolgreich, hoffentlich gut, hoffentlich mit viel Schnee.